Maria Hochschule Hamlet-Stadt. Schön, dass Sie hier sind. Für die, die mich noch nicht kennen, wovon es gar nicht so viele gibt im Moment, zumindest die jetzt hier anwesend sind, ich bin Professorin im Studiengang Interkulturelle Wirtschaftspsychologie. Und Sie haben eigentlich jetzt gerade eine ganz normale Lehrveranstaltung, die wir heute als Ringvorlesung umdeklariert haben, um uns mit der aktuellen Thematik konkreter, differenzierter, reflektierter auseinanderzusetzen, als wir das vielleicht machen könnten, wenn wir diese Veranstaltung nicht haben. Wir haben in dieser Ringvorlesung Gastredner eingeladen aus den verschiedensten Bereichen. Und heute sind bei uns der Herr Lercher und der Herr Müller von der Stadt Hamm, die uns etwas zu der Situation der Flüchtlinge hier in Hamm erzählen können. Letzte Woche hatten wir angefangen mit einem ganz lebendigen Beispiel von Tarek Ghazi, der erzählte, wie er Flucht, wie er auch Leben erlebt hat bisher, wie auch Flüchtlingsinitiativen arbeiten, von der Kirsten Neumann erzählt. Heute gucken wir ein bisschen mal uns die Rahmenbedingungen an hier in der Stadt, wie im Moment die Situation sich der Flüchtlinge darstellt und wie man vielleicht auch sehr konstruktiv damit umgehen kann. Herr Lerche ist Leiter für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten, wenn ich das so richtig wiedergegeben habe. Der Abteilung, genau, Abteilungsleiter für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten. Und Herr Müller ist leitet das Amt für soziale Integration. Und Sie haben eine PowerPoint-Präsentation mitgebracht, einen Vortrag und können auch einiges aus dem Nähkästchen plaudern. Sie sind eingeladen, nach dem Vortrag einfach alle Fragen zu stellen, die Sie wollen. Wir haben noch im Anschluss etwas Zeit, wir haben ungefähr anderthalb Stunden eingeplant. Also fragen Sie nach, was Sie betrifft, was Sie schon immer in Erfahrung bringen wollten. Hier sind die richtigen Ansprechpartner für Sie. Und damit gebe ich an Sie. Ja, erstmal herzlichen Dank und auch von mir, von uns ein Dankeschön für die Einladung und ein herzlich willkommen. Ich bin gerade schon vorgestellt worden. Mein Name ist Wolfgang Müller. Ich leite bei der Stadt Hamm das Amt für soziale Integration. Das sagt vielleicht noch nicht ebenso viel, aber das ist ein Bereich, so ähnlich wie das Sozialamt. Aber was sich mit dem Schwerpunkt um ältere Menschen, um Menschen mit Behinderungen, um Ehrenamtsarbeit, Auslandskontakte und auch um den großen Bereich des Bürgeramtes für Migration und Integration kümmert. Und Herr Lerche ist in dem Amt auch tätig mit dem Schwerpunkt Asylbewerber und Flüchtlinge. Sie alle, wenn Sie in die Nachrichten gucken, wenn Sie in die Zeitungen gucken, wenn Sie Radio hören, das ist im Augenblick ein Thema, was uns rund um die Uhr verfolgt, egal ob die Politik in Berlin mal wieder neue Kompromisse gefunden hat und am nächsten Tag sie wieder über den Haufen schmeißt oder ob man in dem Fernsehen die Berichte über die Länder, die sich abschotten im Augenblick, wirklich sieht oder ob man wirklich an ihrer Hochschule oder im täglichen Leben Menschen, die zu uns in die Stadt gekommen sind, trifft. Das Thema ist überall und alltäglich im Augenblick da. Ich will, bevor wir anfangen, und Herr Lerche und ich werden uns das so ein bisschen teilen, nochmal ein paar Vorbedingungen machen. Die Stadt Hamm lebt schon seit ganz, ganz vielen Jahren mit dem Thema Zuwanderung. Viele von Ihnen, die vielleicht aus Hamm kommen, wissen, wir hatten mal ganz viel Zeche, mal ganz viel Eisen und Stahl. Und in den 60er Jahren sind ganz, ganz viele Menschen zu uns als sogenannte Gastarbeiter gekommen, ob die jetzt aus der Türkei, aus Jugoslawien, aus Italien kamen. Und da ging man immer wieder davon aus, die gehen irgendwann wieder nach Hause und da hat die Politik auch ganz, ganz viele Fehler gemacht. Das hat man heute erkannt und diese Fehler will man jetzt, nachdem die Fluchtsituation und die Zuwanderung so groß ist, nach Möglichkeit vermeiden. Ich bin ganz ehrlich, das hat nicht immer den Eindruck in Berlin, dass man genau weiß, was man tut oder auch in Düsseldorf. Aber wir hoffen nun mal alle, dass man sich jetzt auf vernünftige Regelungen trifft. Das geht auf europäischer Ebene los. Und natürlich landet es letztendlich bei den Kommunen. Und die Kommunen, die Vertreter der Kommune, der Stadt Hamm, die sind wir. Und wir müssen das vor Ort umsetzen, was im Land und im Bund letztendlich beschlossen wird. Und ich sagte das gerade, die Stadtverwaltung Hamm mit ihren 180.000 Einwohnern, wir sehen Zuwanderung seit ganz vielen Jahren als Chance. Natürlich bringt diese Chance dann auch Risiken oder auch Probleme mit, aber die müssen wir einfach lösen, denen müssen wir uns stellen. Und wenn man jetzt mal sieht, dass wir im Augenblick 1032 Entschuldigung, Flüchtlinge in der Stadt haben, dann ist das bei 180.000 Einwohnern, die die Stadt Hamm hat,
noch nicht mal 1%. Das ist also unter 1% der Menschen, die hier leben. Und wenn man weiß, dass wir in Hamm 58.000 zugewanderte Menschen haben, dann ist das eine ganz andere Zahl, dann sind wir bei 30%. Und das verdeutlicht auch, es ist richtig und es ist gut, sich über das Thema Flucht und auch über das Thema Asylbewerber zu unterhalten. Wir haben aber ganz andere Zuwanderung in dieser Stadt seit vielen Jahren, das haben wir geschafft. Und insofern sind wir uns alle einig, dass wir auch das Thema Asylbewerber und Flüchtlinge in dieser Stadt bewältigen können. Und da ist mein Oberbürgermeister Thomas Hunsteger-Petermann als Verwaltungschef und Chef des Rates also auch wirklich im ganzen Land unterwegs, ob er mit Frau Kraft im WDR oder in sonstigen Talkshows ist, um einfach deutlich zu machen, ja, das ist eine riesige Herausforderung für alle Kommunen, ja, aber wir sehen es als Chance und wir werden die Menschen, die eine Bleiberechtsperspektive haben, auch hier behalten und wir werden die Menschen, die dann leider nicht hier bleiben können, dann auch nach Hause schicken müssen. Da kommen wir nachher zu, das sind die zwei Seiten dieser berühmten Medaille. Aber wie gesagt, wir sehen es als Chance und wir kommen auch nachher dazu, dass weit über 80% der Menschen, die zuwandern, sehr, sehr jung sind und das ist bei uns im Rahmen des demografischen Wandels wirklich wichtig. Und deshalb freuen wir uns auch, wenn wir solche Vorträge halten können. Wir haben dieses Jahr bereits über 60 Stück bei Vereinen, bei Verbänden, in Kirchen, in sonstigen Organisationen gehalten, um einfach zu informieren, aufzuklären, Fragen zu beantworten und an der richtigen Stelle auch unsere Meinung zu sagen. So, das so als kleine Vorbemerkung. Wir würden mal versuchen, ein kleines Filmchen zu zeigen. Ich hoffe, das klappt auch. So, und zwar, wenn Sie jetzt mal googeln, dann finden Sie ganz, ganz viele Filme über Flucht und die gehen alle teilweise eine halbe, eine Dreiviertelstunde. Wir haben jetzt mal zwei Sequenzen mitgebracht, die etwas kürzer sind, damit wir mehr Zeit für den Vortrag und für die Diskussion haben. Aber wen das interessiert, der findet ganz viel und sehr viel geht über die Flucht, über das Wasser aus Syrien, weil ganz, ganz viele Menschen ja halt von Schleppern, das gehört auch zu der Wahrheit, über bestimmte Grenzen und über bestimmte Gebiete dann halt auch in die sogenannten sicheren Regionen gebracht werden. Ich hoffe mal, dass dieses kleine Filmchen jetzt läuft. Da geht schon mal nichts. Ah, das ist der andere. Ja, dann wird der andere auch gehen. Ich kann mich an die kleinsten Details meiner Reise erinnern. Manchmal empfinde ich dabei Glück, weil ich nach all dem Leid am Ende doch angekommen bin. Und manchmal wundere ich mich, dass ich jetzt hier bin und immer noch am Leben. Vielleicht habt ihr die Geschichte gesehen und gehört. Aber es ist unmöglich, genau das nachzuempfinden, was wir gefühlt haben. Ich verfolge mein ganzes Leben lang ein Prinzip. Wenn ich in eine problematische Situation gerate, versuche ich alles, um sie zu bewältigen. Und genau das war auch mein Leitfaden während der Flucht. Ich sagte mir immer, du hast es bis hierhin geschafft. Du gehst jetzt nicht mehr zurück. Egal wie, ich wollte keine Schwäche zulassen. Am Ende wollte ich vielleicht auch meine Eltern nicht enttäuschen. Sie haben mich sehr unterstützt und sich bemüht, damit es mir gelingt. Sie haben mir immer wieder Geld geschickt und dafür vielleicht auch einiges verkauft. Es hätte ihre Träume zerstört, wenn ich es nicht geschafft hätte, dem Krieg zu entkommen.
Klar, es ist besser, wenn man lacht. Wenn wir uns hingesetzt und getrauert, geweint und über unser Schicksal gejammert hätten. Nein, wir waren diesen Weg angetreten und konnten nicht mehr aufgeben. Wir hatten noch einen langen Weg vor uns und waren zu weit vom Ziel entfernt, als dass wir hätten stehen bleiben können. Nein, man muss lachen. Man muss auch Freude und Spaß empfinden. Ich glaube, anders schafft man es einfach nicht. Nein, unmöglich. Ich sage es immer wieder. Wenn ich nur von einem Viertel dessen, was mir während der Flucht widerfahren ist, schon vorher gewusst hätte, hätte ich Syrien nie verlassen. Ich wäre lieber zu Hause gestorben, unter Menschen, die mich lieben, als mich in so viele Risiken zu begeben. Die Wahrscheinlichkeit, am Ende anzukommen, war nicht besonders hoch. Ich würde heute niemandem raten, diese Reise anzutreten. Ich will, dass die Menschen wissen, wie wir hier ankommen. Wir riskieren unsere Leben. Es stimmt zwar, dass viele Staaten uns helfen, wenn wir erst mal da sind. Aber es gäbe die Möglichkeit, schon vorher Leben zu retten. Und zwar, wenn die Menschen auf einem legalen Weg hierher kommen könnten. Ich zum Beispiel habe 12.000 Euro für meine Flucht bezahlt. Das Minimum beträgt in etwa 5.000 Euro. Warum nehmen nicht die Regierungen das Geld anstelle der Schleuser und nutzen es dann später als Starthilfe für die Menschen, die hier ankommen? Schlimm ist diese gleichgültige Haltung gegenüber Flüchtlingen. Nach dem Motto, wer es schafft, der schafft es. Und wer nicht, der hat eben Pech gehabt. Ja, wir haben das einfach nochmal eingespielt, um deutlich zu machen, Menschen, die sich auf den Weg machen nach Deutschland und Menschen, die vielleicht zu Hause auch alles verkaufen, ihr Hab und Gut, da muss ja was hinterstecken, weil von ganz vielen wird behauptet, die kommen einfach und die wollen bei uns ins gelobte Land, aber hier ist gerade einmal ganz kurz und knapp deutlich geworden, dass da auch ganz viele Gefahren oder auch, dass da auch ganz viel Leid hintersteckt. Das kann man an so einem kurzen Film nicht deutlich machen, aber ich will das einfach mal ins Bewusstsein rücken, dass eigentlich niemand von uns seine Heimat aufgibt, nicht weiß, wo er hingeht, was ihn dort erwartet und man dann so einfach behaupten kann, die kommen einfach als Wirtschafts- oder als sonstige Flüchtlinge. Das wird behauptet von ganz, ganz vielen Gruppen. Das ist aber bei der Großzahl der Menschen, die zu uns kommen, nicht der Fall. Ganz unabhängig davon, ob sie bleiben dürfen oder nicht. So, wir haben ihn hier mal auf der Folie aufgelistet, 1032 Flüchtlinge, das ist die aktuelle Zahl. Wo kommen die denn eigentlich her? Das ist jetzt nicht repräsentativ für alle Kommunen und für alle Städte, aber das ist die Situation in Hamm. Und die macht auch deutlich, wenn man gerade über Syrien redet, dass wir gar nicht so viele aus Syrien im Augenblick haben, dass ganz, ganz viele in Hamm aus Albanien, aus Serbien, aus Kosovo und aus Mazedonien kommen. In den letzten Monaten hat diese Zahl etwas abgenommen. Das hat aber auch viel damit zu tun, dass die Bundesregierung in ganz bestimmten Ländern aktiv geworden ist und deutlich gemacht hat, ihr könnt nach Deutschland kommen, ihr habt das Recht, aber ihr werdet keine Anerkennung bekommen und wir werden euch aus den sogenannten sicheren Herkunftsstaaten wieder nach Hause schicken. Also bleibt doch lieber bitte zu Hause und wir suchen gemeinsam mit den Regierungen und mit der Europäischen Union nach Lösungen, um das Leben dann im Heimatland besser zu machen. Weil wir kommen dann nachher drauf, diese sicheren Herkunftsstaaten, da liegt die Anerkennungsquote in Albanien, in Kosovo, in Mazedonien, in Serbien unter 1%. Also ganz, ganz wenige dieser Menschen werden als Asylbewerber und Flüchtlinge anerkannt. Beim Thema Syrien, beim Thema Afghanistan, beim Thema Iran, Irak und Eritrea sieht die Anerkennungsquote schon wieder ganz, ganz anders aus, weil man da davon ausgeht, dass da wirklich dann religiöse
oder politische oder sonstige Gründe eine Rolle gespielt haben, um sich aufzumachen. Oder wie gesagt, in Syrien natürlich der Krieg, wo die Leute ja wirklich verfolgt werden. Und das führt dann in der Regel auch zu einer Anerkennung, zunächst nicht zu einer dauerhaften Bleiberechtsperspektive, sondern erst einmal zu einer befristeten. Aber die Leute können zumindest erst einmal hier bleiben. So, das sind so bekannte Balkanrouten, wo ich gerade schon mal sagte, wo die Menschen kommen und wo man dann ja in den Nachrichten auch immer wieder sieht, jetzt macht man bestimmte Grenzen dicht und jetzt lässt man die Leute an bestimmten Grenzübergängen, egal ob das jetzt Ungarn ist oder Österreich, dann nicht mehr rüber. Das hat aber bisher alles nichts genutzt, weil die Leute finden einen Weg und die Leute finden auch einen Weg, zu uns zu kommen. Es ist aber einfach auch nochmal wichtig, es gibt ja unterschiedliche Fluchtrouten. Die einen gehen übers Wasser, die anderen gehen über den Landweg. Und wie gesagt, wir haben Ihnen das aufgelistet, um auch einfach nochmal deutlich zu machen, welche Wege die Menschen gehen, wie weit es dann auch teilweise zu uns ist. Und wie gesagt, diese sogenannte Balkanroute zeigt dann auch einfach, woher die Menschen kommen. Wenn man jetzt heute Morgen die Nachrichten hörte, dann streitet sich ja gerade die Europäische Union, dass 140.000 Menschen, die eigentlich auf die Staaten verteilt werden sollten, die unten in Italien und Griechenland sind, und davon hat man im Augenblick 0,1% seit einigen Wochen, seitdem man sich darüber unterhält, geschafft, gerade mal zu verteilen. Davon sind ein paar nach Schweden gegangen und ein paar in andere Regionen, aber es sind immer noch 140.000 Menschen da, die warten, zu verteilt zu werden. Und das zeigt auch, wie im Augenblick wie schwierig die Situation ist, weil in Europa längst nicht alle Länder mitmachen. Auch das ist nochmal eine wichtige Zahl, die zeigt, dass die Anzahl der Asylanträge, das ist einmal aufgeteilt, in Grün sind die Erstanträge, Leute, die einen Erstantrag stellen, und schwarz ist die Anzahl der Folgeanträge. Wenn Sie das sich anschauen, von Januar bis Oktober geht der Balken immer höher. Es ist also mal ein kleiner Rückgang vorgesehen, aber ansonsten ist das Ganze von 21.679 im Januar auf 52.730 im Oktober gestiegen. Und das ist eine mehr als Verdoppelung. Und das ist ja im Augenblick auch die Diskussion. Und das zeigt ja auch, es machen sich immer mehr Menschen auf den Weg. Und im Augenblick, denke ich, kann keiner sagen, wie geht das weiter, wie entwickelt sich das. Aber ich sagte das eben schon mal, diese Menschen wollen überwiegend nach Deutschland. Viele gehen von Deutschland dann auch wieder weiter. Und wir müssen uns hier aufstellen und wir müssen hier gemeinsam gucken, wie wir mit den Nachbarstaaten, wie wir mit der Politik und wie wir mit den Bürgerinnen und Bürgern, und das ist ganz wichtig, die Bürgerinnen und Bürger auf diesem Weg mitzunehmen, wie wir es gemeinsam schaffen, diese Menschen dann auch unterzubringen. Ich will nochmal auf den Anfang zurück. Das sind große Zahlen, die stellen auch ganz, ganz viele Kommunen und das Land vor, Nordrhein-Westfalen und die Bundesrepublik, vor große Herausforderungen. Aber insgesamt möchte ich immer wieder für Hamm diese 1%, unter 1% in Erinnerung bringen. Und das ist in fast allen deutschen Kommunen so. Da ist keine Kommune, die 10%, 15% oder 20% Asylbewerber oder Flüchtlinge hat. Die liegen alle im 1-, 2-, 3-, 4% Bereich. Und das ist nichts, wo man davon reden kann, wir werden jetzt in Anführungsstrichen überschwemmt. Das sind nochmal die Hauptherkunftsländer. Wir haben Ihnen eben die Top 5 gesagt. Das sind jetzt nochmal die Hauptherkunftsländer in 2015. Syrien, Albanien, das zieht sich hinten durch bis China. Wir haben in der Stadt Hamm bis Juni aufgenommen. Ab Ende Juni hatten wir einen sogenannten Aufnahmestopp. Da kommen wir nachher nochmal zu, weil wir dann in Hamm eine Notunterkunft und eine zentrale Unterbringungseinrichtung hatten. Deswegen sind die in den letzten Monaten, da kommen wir gleich zu, sind die Zahlen dann fast bei Null gewesen, im Juli, im August und im September. Und ab Ende Oktober hat der Aufnahmestopp nicht mehr gegriffen, weil so viele Menschen nach Deutschland und nach Nordrhein-Westfalen gekommen sind, dass wir wieder aufnehmen müssen. Und wir nehmen aus allen möglichen Ländern, aus China, auch aus Pakistan auf. Und wie gesagt, das ist so die
Grafik, die deutlich macht, Syrien ist vorne jetzt im Augenblick, aber wie gesagt, es gibt ganz, ganz viele andere Nationalitäten. So, jetzt fragen Sie sich sicherlich, wo bringt denn eine Kommune solche Menschen unter? Und wenn Sie auch da die Nachrichten sehen, wenn Sie auch da die Bilder verfolgen, dann gibt es alles Mögliche. Es gibt Zeltstädte mittlerweile, die in Kommunen eingerichtet wurden. Es gibt Turnhallen, die belegt werden. Es gibt Schulen, die belegt werden. Es gibt also alles das, was frei ist. Da haben die Kommune erst einmal die Hand drauf und schauen, dass sie diese Menschen auch unterbringen. Wir haben in Hamm das Glück, aber auch einer vorausschauenden Planung zu verdanken, dass wir in Hamm bisher keine Zeltstadt haben, dass wir in Hamm bisher keine Turnhalle belegt haben, dass wir in Hamm bisher keine Schule belegt haben, weil wir ein dreistufiges Unterbringungskonzept haben. Wir haben zum einen, wie in allen anderen Kommunen auch, sogenannte Übergangswohnheime, wo die Menschen dann für die Zeit, wo das Asylverfahren nicht abgeschlossen ist, in der Regel sich aufhalten, dort auch Tag und Nacht schlafen, übernachten, kochen, leben und wo sie quasi darauf warten, wie geht das Asylverfahren aus. Das war auch früher in Hamm so. Seitdem aber die Flüchtlingszahlen angestiegen sind und wir nicht mehr genügend dieser Einrichtungen in dieser Stadt haben, hat die Stadt Hamm selbst Wohnungen angemietet im gesamten Stadtgebiet, wo wir Menschen unterbringen, wo wir die Bürgerinnen und Bürger aufgerufen haben, bitte stellt uns euren Wohnraum zur Verfügung und wir bringen dort dann die entsprechenden Menschen unter. Und das ist über das gesamte Stadtgebiet verteilt und genauso haben wir Wohnungen, wo wir den Leuten selbst sagen, ihr habt eine gewisse Bleiberechtsperspektive, ihr könnt euch eine Wohnung anmieten, die dann von der Kommune natürlich finanziert wird und auch das ist über die gesamte Stadt verteilt. Das hat den großen Vorteil, dass man nicht an einem Standort 400-500 Menschen hat, sondern die Flüchtlinge, die Asylbewerber sich über das gesamte Stadtgebiet verteilt, mit allen Kindergartenplätzen, wo man ja dann, je mehr man an Fläche hat, umso mehr besser ist die Möglichkeit, in die Kindergärten zu kommen. Das Gleiche zum Thema Schule, das Gleiche zum Thema Nachbarschaft. Und da, wo sich zu viel an einem Standort konzentriert, das war nie gut. Und deswegen ist das unser mehrstufiges Konzept, in die Fläche der Stadt Hamm zu gehen. Und alle 7 Stadtteile, wer die Stadt Hamm kennt, der weiß, dass wir 7 Stadtteile haben. Und nach Möglichkeit alle dieser 7 Stadtteile dann auch zu berücksichtigen. Diese Übergangswohnheime sind Einrichtungen, wo die Menschen dann, wie gesagt, zugewiesen werden. Wo sie, wenn es eine größere Familie ist, auch eine Wohnung alleine haben. Wenn es aber kleinere Familien oder alleinstehende Menschen sind, dann passiert das auch, dass sich dann mehrere Menschen eine Küche, eine sanitäre Anlage dann auch teilen müssen, weil so großzügig ist der Wohnraum dann nicht. Es hat in Hamm, will ich auch erzählen, vor kurzem ein Schreiben gegeben, das ist ganz bewusst von einer bestimmten Szene initiiert worden, dass Leute angeschrieben werden und sagen, wir weisen Ihnen nächste Woche in Ihre Wohnung 10 Flüchtlinge zu. Räumen Sie schon mal auf, machen Sie ein bisschen Platz, nächste Woche sind die da. Sowas wird natürlich bewusst gemacht, um Unruhe in der Bevölkerung zu schüren, um ja auch einen gewissen Hass auf Flüchtlinge zu provozieren. Und da arbeiten wir als Kommune natürlich sehr intensiv dagegen. So, mach du mal weiter, kann ich meine Stimme schonen. So, ja, funktioniert. So, ich hoffe, du hast das nicht gesagt, weil es jetzt um Alter geht, dass ich jetzt aufstehen muss und was da ein bisschen erzählen muss. Sicherlich ist es so, dass wir unterschiedliche Altersgruppen haben. Die unterschiedlichen Altersgruppen sind zum Teil aus den Familien begründet. Das heißt, wir haben dort eine Mischung aus jungen Familien, mittleren Familien. Manchmal schaffen es auch ältere Familien nach hierhin. Aber im Moment sieht es so aus, dass wir die Altersgruppe der Kinder, das ist also bis zum 13. Lebensjahr oder bis 18. Lebensjahr, ist ungefähr ein Drittel der Flüchtlinge, die in Hamm leben. Und der Rest sind Erwachsene. Und Erwachsene bedürfen insofern einer besonderen Betreuung, weil unheimlich viele Erwachsene alleinstehende Jugendliche sind. Das heißt, wir haben früher immer ein Übergangswohnheim gehabt, da waren die untergebracht, das war immer relativ einfach.
Inzwischen haben wir kaum noch Platz, die dort unterzubringen und suchen immer händeringend nach Lösungen, wo wir die unterbringen. Nur sprechen Sie mal mit so einem Vermieter und sagen, wir haben eine Familie mit zwei kleinen Kindern, die wir unterbringen wollen, da haben Sie selten Probleme. Wenn Sie aber sagen, gucken Sie mal hier, ich habe hier vier junge Erwachsene, die stehen voll im Saft, können die hier bei Ihnen einziehen, dann sagen die erstmal um Gottes Willen. Na, letztendlich, wenn wir es dann machen und einfach mal probieren, dann stellt sich plötzlich heraus, ne, das ist alles gar nicht so heiß, wie man es sich vorher vorgestellt hat. Also alles halb so wild. Schwarze Schafe gibt es überall, darüber müssen wir nicht reden. Aber wir haben bislang bei uns eigentlich nur relativ positive Erfahrungen auch mit so WGs gemacht. Die angemieteten Wohnungen, einfach nur als Zahl. Wir haben 295 Personen in Wohnungen, die wir als Stadt Hamm inzwischen angemietet haben, flächendeckend über das ganze Stadtgebiet verteilt, weil wir halt in den Übergangswohnheimen, wie eben gezeigt, Volllast fahren. Das heißt, da ist gar keine Möglichkeit mehr. Sind auch darüber hinaus, so stand es ja auch in der Zeitung, wird auf Lippewelle gesagt, noch dabei, weitere Wohnungen anzumieten. Wie ich gerade sagte, sind über ein gesamtes Stadtgebiet verteilt. Schwerpunkt ist natürlich der Bereich Hamm-Mitte, ne, was einfach Hamm-Mitte und Norden daran geschuldet ist. Wir sind natürlich auch nicht bereit, wenn jetzt einer herkommt und sagt, Mensch, das ist doch total super, ich habe da auch noch so eine Hütte stehen, da passen 20 Leute rein. Dann nehme ich pro Flüchtling mal 500 Euro, dann mache ich 10.000 Euro im Monat, das ist ja total super. Das machen wir also nicht. Wir halten uns da an den üblichen Mietzins. Wir sagen da, der liegt so bei 5 bis 6 Euro und darüber hinaus wollen wir also nicht noch. Wir verurteilen auf der einen Seite die ganzen Schleuser und können ja jetzt nicht hier durch die Hintertür denjenigen, die meinen, damit ein Geschäft zu machen, da noch die Tür zu öffnen. Das möchten wir also nicht. So, ein Thema, was wir am Rande immer so erwähnen, unbegleitete Minderjährige, ist in Hamm ein großes Thema, weil Hamm ein großes Jugendamt hat und Hamm mit zu den Jugendämtern gehörte, wie unter anderem auch Düsseldorf, Köln und Münster, die unbegleitete Minderjährige aufnehmen mussten. Das ist zum 1.11. geändert worden. Das heißt, es gibt einen Verteilerschlüssel, wonach jetzt alle Kommunen flächendeckend in der Bundesrepublik Minderjährige aufnehmen müssen. Das bedeutet, man sieht ja 18.000 Flüchtlinge allein in 2014. In 2015 prognostiziert man 30.000. Ich gehe mal davon aus, dass die 30.000 beileibe nicht reichen werden, weil unheimlich viele Familien, die über Jahre in den Unterkünften jenseits der Grenze von Syrien, also in den Lagern in Jordanien und in der Türkei leben, ja teilweise so von den Schicksalen dort gezeichnet sind, dass sie sagen, wir schicken unseren Jüngsten und Kräftigsten auf die Reise, weil der hat zumindest dann die Chance, in der Bundesrepublik zu bleiben und nicht wieder von Rückführungsmaßnahmen betroffen zu sein. Und insofern muss man sich das einfach vorstellen. Ich nehme mal so das Beispiel. Jeder von Ihnen kriegt gleich, wenn wir hier rausgehen, einen Rucksack, da ist ein bisschen was zu trinken drin, da ist ein bisschen was zu essen drin. Und ich sage, wir sehen uns in 3 Tagen in München. Sie dürfen nicht an die Bankkarte gehen, Sie haben kein Bargeld dabei, Sie dürfen keinen Zug fahren, es sei denn, Sie fahren schwarz, dann werden Sie erwischt, dann landen Sie erstmal in Verwahrung und dann sehen wir uns in 3 Tagen und dann bin ich mal gespannt, wen ich da wiedersehe. Man muss sich das auch wirklich bildlich mal vorstellen und Hamm, München bei der Infrastruktur, die wir in Deutschland haben, ist ja dem Grunde nach überschaubar. Und wenn man sich das über tausende Kilometer, die Fluchtwege sind ja eben aufgezeichnet worden, auch in dem Film sehr deutlich gezeigt worden, dann muss jeder für sich einfach mal die Frage stellen, wenn man sagt, Mensch, ich will heute Abend auf eine Party gehen, ja, die ist ja in 3 Kilometer Entfernung, Mama oder Papa, fährst du mich? Nee. Oh, warum fährst du mich nie? Da muss ich ein ganzes Stück laufen, meine Haare sind da total durcheinander und sowas, der ganze Abend wieder in Witten. Da muss man sich wirklich mal vorstellen, ob man nicht demnächst wirklich sagt, weißt du was, die 3 Kilometer kann ich bequem gehen. Die Eltern wird es dann auch freuen. Also wie gesagt, die unbegleiteten Minderjährigen, wir als Kommune haben das auf das Jugendamt und den katholischen Sozialdienst übertragen. Wir haben die relativ gut untergebracht, die ärztliche Versorgung ist geregelt, die Beschulung erfolgt im Regelsystem. Also insofern ist das auch eine große Aufgabe und wir werden das auch weiter anpacken. Haben aber das Glück, durch die Verteilung in der Zukunft zu sagen, wir sind nicht diejenigen, die uns damit jetzt auf Dauer beschäftigen müssen, weil wir haben über Jahre unser Soll erfüllt und kriegen da jetzt erstmal ein bisschen Luft zum Durchatmen. Und insofern werden wir sehen, was da noch auf uns zukommt. Maßnahmen zur weiteren Unterbringung. Man ist natürlich tagtäglich, Herr Müller hat es gesagt, die Zahlen, die eben dargestellt wurden, das waren ja nur die gestellten Asylanträge. Das heißt, wenn man jetzt sagt, ja, kann ich ja gar nicht nachvollziehen, etwas über 300.000, die sprechen ja immer von 1 Million, irgendwas stimmt hier nicht, da kann man sehen, die Differenz,
Das sind die, die irgendwo noch in irgendwelchen Einrichtungen schlummern, wo das Bundesamt noch gar nicht dazu gekommen ist, überhaupt mal einen Asylantrag anzunehmen, geschweige denn über diesen Asylantrag zu entscheiden. Das führt ja dazu, dass dort beim Bundesamt derzeit 1000 Stellen besetzt werden müssen. Ein Vorteil aus der Verlagerung, man hört ja, wir haben auf der einen Seite die Bundesagentur für Arbeit, auf der anderen Seite das Bundesamt für Migration. Und dort hat man gesagt, wir nehmen jetzt den Leiter von beiden Einrichtungen und der kümmert sich jetzt mal um die Flüchtlinge und hat dann festgestellt, mein Gott, das Bundesamt ist so eine kleine Einrichtung und soll 3000 Stellen besetzen und hat über das Stellenbesetzungsverfahren, über die Ausschreibung 10.000 Bewerbungen bekommen. Jetzt muss man sich mal aus, die müssen alle gesichtet werden auf Qualität, sind die Leute überhaupt geeignet und. Und so eine kleine Agentur, wo das 50 Leute machen, da würde so ein Stellenbesetzungsverfahren 3 Jahre dauern, würde also nicht helfen. Und da ist man jetzt im ersten Schritt darauf gekommen zu sagen, das übernehmen die Bundesagenturen, damit zumindest die ersten 1000 Stellen bis Ende des Jahres besetzt sind. Dann muss man natürlich sagen, nur weil man die Stelle besetzt hat und innehat, hat man ja immer noch nicht die Thematik drauf. Das heißt, da müssen natürlich noch Schulungen erfolgen etc. pp. Denn die Entscheidung, die am Ende steht, ist ja, du bekommst Asyl oder du bekommst kein Asyl. Das ist nicht die Entscheidung, wie manchmal die Leute sagen, du kommst aus einem sicheren Herkunftsland oder du bist Serbe, Kosovare oder Mazedonier. Du musst sowieso wieder nach Hause und du bist Syrer und du darfst bleiben. Da gibt es also viele kleine Facetten, die ja in der normalen Tagesgeschäft überhaupt nicht in den Medien verbreitet werden können. Da würde jede Nachrichtensendung 3 bis 6 Stunden dauern. Wenn man sich aber, wie Sie jetzt, mit der Thematik beschäftigt, gehört das einfach mit dazu. Bei uns dieses Tagesgeschäft, wir können das auch nicht alleine regeln. Wir haben natürlich auch Leute, die uns da helfen. Wir haben einmal die Leute, wenn man sich das klassisch vorstellt, ein Flüchtling wird angekündigt, in der Regel 2 Tage vorher. Früher hatten wir mal eine Woche Vorlauf, jetzt sind 2 Tage. Dann bekommt man eine Liste, da stehen 20, 30 Namen drauf. Da muss man gucken, sind es Einzelpersonen, sind es Familien. Wenn es Familien sind, wo kommen die Familien her, was für eine Religion. Wir wollen ja auch nicht die in Anführungsstrichen Kriegsparteien aus dem Heimatland jetzt in einer Wohnung unterbringen. Das heißt, da sind ein paar logistische Dinge zu erledigen. Das Geld muss zahlbar gemacht werden, der Krankenschein für den Fall, dass er zum Arzt muss, muss fertig gemacht werden. Da haben wir 7 Sozialbetreuer am Start, die sich auch darum kümmern, die Leute annehmen, die den Leuten also ihren Platz zuweisen, die sagen, hier ist euer Geld, seid ihr krank, hier ist euer Krankenschein. Das ist also der erste an deren Seite, der ein Stück weit Normalität in die Fluchtgeschichte bringt. Das heißt, man kommt an und denkt, hurra, endlich bin ich in Deutschland, ich habe mein Ziel erreicht. Aber dann geht ja, Deutschland ist Bürokratie, das wissen wir alle, dann geht halt die Bürokratie erst los. Und da, sage ich mal, sind Sozialarbeiter total wichtig, weil Sozialarbeiter haben doch so eine Bindung, wo wir auch strikt darauf achten. Die mischen sich zum Beispiel überhaupt nicht in die Herkunftsgeschichte an oder so nach dem Motto, du darfst bleiben oder darfst nicht bleiben. Da wird einfach klipp und klar gesagt, ne, ihr betreut die so gut, wie es irgend geht. Da gibt es viele Dinge, wir kommen ja später nochmal dazu, was Sie in Ihrem Alltag mal vorstellen zu machen. Wir haben in den Übergangswohnheimen, die Herr Müller eben vorgestellt hat, haben wir unsere Hauswarte noch beschäftigt. Hauswarte sind auch sowas Ähnliches wie Sozialarbeiter geworden, weil wenn mal irgendwo der Wasserhahn tropft oder das Licht geht nicht an, das Licht geht nicht aus oder irgendwas ist, dann sind das so die kleinen Handreichungen. Und da ist das Verhältnis auch nicht, das ist eigentlich geprägt von Freundschaft. Man kriegt es in den Übergangswohnheimen mit, die kennen sich alle, die duzen sich, die öffnen sich dort auch. Ne? Weil niemand von denen, weder der Sozialarbeiter noch der Hauswart, hat irgendetwas mit der Fluchtgeschichte und mit dem, was daraus wird, zu tun. Das heißt, die sind einfach nur da. Und wenn man eine gewisse Freundlichkeit entgegenbringt, dann erntet man auch eine gewisse Dankbarkeit. Und wenn das Ganze so ein Hin und Her ist, man muss sich natürlich an Regeln halten, das ist unumstritten, finde ich, ist das, was wir in Hamm machen, eigentlich recht positiv. Andere Kommunen beneiden uns darum, weil wir machen das Ganze schon seit Jahren. Es kostet seit Jahren viel Geld. Wir haben aber halt unsere positiven Erfahrungen damit gemacht. Andere Kommunen würden gerne aufsatteln, sind aber in der Regel so pleite, dass sie jetzt kein Personal mehr eingestellt bekommen. Also insofern bin ich dankbar, dass unser Oberbürgermeister vor Jahren das erkannt hat und unser Amtsleiter mit entsprechendem Druck und Kontakten zur Personalverwaltung relativ schnell dafür gesorgt hat, über erst angehende Programme, früher hießen Arbeit statt Sozialhilfe und, heute gibt es sie leider in dieser Form nicht mehr. Wir sind dankbar, dass wir sie haben und ich glaube, unsere Flüchtlinge auch.
Das ist mal so ein bunter Blumenstrauß von der täglichen Arbeit, die dort gemacht wird. Jetzt kann man eigentlich noch dazu sein, und zwar Bindeglied zu der ehrenamtlichen Tätigkeit. Ehrenamtliche Tätigkeit ist ein Baustein geworden, der hat eine ganz andere Qualität bekommen. Ich sage immer, ich mache das Ganze schon über so viele Jahre und ich hatte früher auch schon Flüchtlinge. Ich hatte früher Kinder in den Übergangswohnheimen. Da kam mal eine Oma, die hat mit denen ein bisschen gespielt. Dann kamen mal drei Damen vom Caritas, die haben Kaffee trinken gemacht. Es passierte eigentlich nicht sonderlich viel. Jetzt, durch die Masse der Flüchtlinge, hat das eine andere Qualität bekommen. Gott sei Dank, ich hätte mir die manchmal früher auch schon gerne gewünscht, vor ein paar Jahren. Da hätte man vielleicht zu Übungszwecken leicht und seicht anfangen können. Jetzt ist das vor dem Hintergrund, dass es die Massen sind, schon mal schwieriger. Aber nichtsdestotrotz gehen wir Land auf, Land ab mit unseren Vorträgen hausieren, nenne ich das mal, und auch Werbung betreiben. Weil viele sagen ja, ja, ich würde ja gerne helfen. Ne, total, ne, Kram in ihren Klamotten rum, sagen, ja gut, das habe ich lange nicht mehr angezogen oder so, pack im blauen Sack, gebe das irgendwo ab, ich habe Flüchtlingen geholfen. Kann man so machen, das ist in Ordnung, aber sie wollen ja direkt am Menschen arbeiten. Ich habe das ja gesehen durch dieses Café, sie planen Tandempartnerschaften, das sind ganz tolle Sachen und glauben Sie mir, ich könnte Ihnen 1000 Dinge erzählen, die Sie so verunsichern, dass Sie sagen, oh Gott, ne, hätte ich mal lieber Medizin studiert oder sowas. Ne, da hätte ich Menschen retten können, die auf dem Tisch liegen und nichts mehr sagen. Und jetzt sitzt mir einer dagegenüber, ne, und was soll ich mit ihm machen? Ja, Sie sollen ja gar nichts mit ihm machen. Ne. Lasse sich einfach auf die Situation ein. Herr Müller hat es ja eben mal gesagt, dieses Beispiel mit diesen 1%. Sie müssen sich das wirklich vor Augen führen. Ne. Was sagen denn die Leute? Ne? Die ganzen Flüchtlinge kommen, die nehmen uns alle die Arbeitsplätze weg. Ja, wie soll das denn funktionieren? Also wenn so viele Arbeitsplätze da waren, ja, dann frage ich mich, warum haben die, die jetzt sagen, die nehmen die uns weg, hätten doch schon längst einen haben können, wenn das so viele wären. Also ist das vollkommener Quatsch. Es gibt Regelungen, die müssen eingehalten werden. Das gilt auch für Flüchtlinge. Und kein Flüchtling kriegt eher eine Arbeitsstelle als einer aus der Europäischen Union oder eines Deutschen. Also das ist gesetzlich geregelt, da ändert sich auch nichts dran. Und ich sage dann immer, es ist ja total super. Ne? Ich sage mal, es sind so roundabout 100 Leute. Jetzt kommt ein Flüchtling hier rein und setzt sich hier hin. Das wäre ja die Katastrophe. Das ist ja auch dieses 1%. Ne? 100 Leute, ein Flüchtling kommt, totale Katastrophe. Ne? Alle schmeißen ihre Brocken hin. Ich kann mit dem Studium aufhören. Es ist 1% Flüchtling da, die überrennen uns. Also einer überrennt uns jetzt alle. Ne? Sitzen mit 100 Leuten in der Kneipe, ein Schwarzafrikaner kommt rein, alle hauen ab, sagen, gleich gibt es kein Bier mehr. Der säuft uns alles weg. Das ist ja totaler Quatsch. Ne? Man muss sich das wirklich an solchen Beispielen mal vorstellen. Ne? 1% kann uns nichts wegnehmen und 1% kann uns in der letzten Konsequenz auch nur helfen. Das heißt, selbst wenn ich einen Flüchtling jetzt hier platziere und der ist am Ende der Jahrgangsbeste, ja, dann muss doch das jeder selber von Ihnen auf seine eigene Fahne schreiben, weil irgendwas muss ja zwischendurch falsch gelaufen sein, dass ein anderer besser ist. Aber andersrum, das ist so, weil sonst gäbe es nicht einen Fußballweltmeister, sonst gäbe es jedes Jahr 10. Also insofern, 1% der Flüchtlinge, so wie sie jetzt immer diskutiert werden, kann uns nichts wegnehmen, wird uns nicht überrennen und wird uns auch nicht irgendwie in unserem täglichen Geschäft so beeinflussen, dass wir sagen, wir können nachts nicht mehr schlafen. Ja, ja, dann kannst du genau bei diesem Ehrenamt weitermachen. Ja, und was Herr Lerche gerade sagte, ist wirklich ganz wichtig. Wir haben ein riesiges Ehrenamt in der Stadt. Man sagt in Deutschland, ein Drittel aller Menschen engagieren sich ehrenamtlich. Und das ist vom Kindergarten angefangen bis zum Hospiz. Da machen ganz, ganz viele, ob im Sport, im Umweltbereich, ob in der Schule, in der Hochschule, in der Politik. Und das ist für Deutschland, wir sind sicherlich Weltmeister im Vereinsleben, aber wir sind auch gut im Ehrenamt. Und das ist wichtig, sonst könnte man nämlich nicht vieles machen. Und was Herr Lerche eben sagte, wir hatten schon mal eine Flüchtlingswelle in den 90er Jahren, da hat man auch das Asylrecht geändert, weil zu viele Menschen kamen. Da haben wir es aber nicht erlebt, dass so viele Menschen kamen und sagten, ich würde gerne Flüchtlingen helfen, egal ob das Sprachpatenschaften sind, wie Herr Lerche gerade sagte, oder ob es einfach darum geht, Kleiderspenden oder sonstige Dinge abzugeben. Und das ist in Hamm mittlerweile in diesem
Jahr und im letzten Jahr riesig angestiegen. Ganz, ganz viele Menschen kommen zu uns und sagen, was können wir tun? Wie können wir helfen? Wir wollen den Menschen zeigen, dass sie sich hier wohlfühlen, dass sie willkommen sind, dass wir ihnen einfach Hilfestellung geben können. Und das geht natürlich überwiegend um Familien mit Kindern. Das geht überwiegend um Menschen, die aus Syrien kommen. Beim Thema alleinstehende Männer ist es schwierig. Da komme ich nachher nochmal zu. Aber wie gesagt, das Engagement ist riesig und es ist ungebrochen. Und wir waren als Kommune ein bisschen überfordert am Anfang, weil wir hatten genug damit zu tun, die Menschen aufzunehmen, die Menschen unterzubringen. Und wir konnten uns jetzt nicht auch noch darum kümmern, dass da 10 Leute vor der Tür stehen und sagen, so, ich habe euch jetzt schon 3-mal gefragt, ich möchte morgen etwas tun. Und deswegen haben wir jetzt, das steht da unten so schön, zur Schaffung weiterer Angebote laufen bereits Gespräche. Die Gespräche sind abgeschlossen. Wir haben mit dem Caritasverband in Hamm eine Koordinierungsstelle eingerichtet. Diese Koordinierungsstelle wird jetzt oder hat jetzt zum 1.11. gerade ihre Arbeit aufgenommen. In ca. 14 Tagen gehen wir an die Öffentlichkeit. Und da ist eine Dreiteilung. Das eine sind die berühmten Spenden. Ich habe Möbel, ich habe Kleider. Da guckt man, wo geht das hin? Das ist eine kleinere Sache. Das zweite ist, dass Menschen kommen und sagen, ich möchte mit Flüchtlingen arbeiten, ich möchte Kinder helfen, ich möchte die in Sportverein einladen. Wir möchten Arbeitsgelegenheiten für die schaffen. Und das ist schon eine größere Nummer, zu gucken, wo sind die richtigen Einsatzstellen für diese Menschen? Wo sind auch die Flüchtlinge? Das ist ja freiwillig. Der eine Flüchtling sagt, nein, ich brauche die Hilfe nicht, ich komme hier alleine klar. Und der andere sagt, gerne, ich bin froh, wenn jemand da ist, der mich an die Hand nimmt und mir ein bisschen durch die Stadt hilft. Und das dritte große Thema ist, dass wir diese Menschen natürlich auch qualifizieren wollen, weil das hat jetzt nichts damit zu tun, dass die gar nicht in der Lage sind, aber wir wollen ihnen ein gewisses Rüstzeug geben. Es ist nicht immer einfach, viele dieser Menschen haben vieles durchlebt, traumatisiert ist jetzt eine ganz besondere Form, aber sie haben einfach auf der Flucht viel schlimme Dinge gesehen, die müssen sie erstmal verarbeiten, da müssen sie mit umgehen und gerade wenn ich dann eng mit solchen Menschen zusammen bin, dann erfahre ich auch von den Menschen etwas und darauf wollen wir die Menschen vorbereiten, sie qualifizieren, das hat ein Stück mit Supervision und mit anderen Dingen zu tun, um ihnen einfach das Rüstzeug zu geben, dann auch längerfristig und dauerhaft mit diesen Menschen in der Stadt arbeiten zu können. Das wird über den Caritasverband, wie gesagt, laufen und da sind wir auch dankbar. Und das gehört auch genauso dazu, dass Sie in der Schule hier oder in der Hochschule sagen, wir sind bereit, auf diese Menschen zuzugehen. Wir wollen, habe ich eben schon mal gehört, wir geben auch Menschen die Möglichkeit, hier zu studieren, egal ob sie eine Bleiberechtsperspektive haben. Denn in der Regel ist es so, die Menschen sind hier, die Menschen sitzen im Übergangswohnheim. Sie warten darauf, dass eine Entscheidung nach Möglichkeit für sie fällt. Aber ansonsten ist der Tagesablauf immer ziemlich gleich. Irgendwann morgens aufstehen, abends schlafen gehen. Arbeit ist nicht da, bei den Erwachsenen ist auch keine Schule da. Bei den Kindern ist natürlich Schulpflicht und bei den kleineren Kindergartenkindern gehen die auch in die Kindergärten, um nach Möglichkeit da auch so gut wie möglich Sprache und Bildung zu bekommen. Als Beispiel für Sie, das Spektrum ist riesig, es geht um Anwohner, die rund um eine Wohnung, wo jetzt Flüchtlinge wohnen, sich gekümmert haben, die auf die Flüchtlinge zugehen, die sie auch rausholen aus diesen Wohnungen, weil die Flüchtlinge möchten ja nicht 24 Stunden am Tag in einer Wohnung oder in einem Übergangswohnheim. Sie möchten an dem Stadtleben teilhaben, sie möchten in die Vereine, sie möchten Sport treiben, sie möchten neue Leute kennenlernen. Und das kann die Kommune nicht alleine, da sind wir auf Verbände, Vereine, Kirchen angewiesen. Es gibt die evangelischen Kirchen, Caritas habe ich gerade schon gesagt. Es gibt viele Organisationen, die sich mittlerweile gegründet haben. Die Flüchtlingshilfe in Hamm, die Freiwilligenzentrale, die ehrenamtliches Engagement fördert und unterstützt. Das internationale Frauenfrühstück, Jugend ohne Grenzen, das sind auch Flüchtlinge, die irgendwann mal nach Hamm gekommen sind, die mittlerweile integriert sind und auch anerkannt sind. Dann gibt es verschiedene Kaffeetreffs und das ist ganz, ganz wichtig. Und da sind wir auch, wie gesagt, für jede Anregung und für jedes Engagement dankbar und versuchen das über diese Koordinierungsstelle und auch über solche Vorträge natürlich noch aufzubauen. Die Hochschulen sind dabei natürlich auch wichtig. Und wie gesagt, wenn Sie da Ideen haben, können wir gleich nach dem Vortrag gerne drüber diskutieren oder Sie können auch später da einfach auf uns zukommen. Ja, der Herr Lerche sagte es gerade schon und auch das ist, wo ganz, ganz viel Unkenntnis herrscht.
Die kommen, die nehmen uns die Arbeitsplätze weg und wir werden deshalb arbeitslos, weil immer mehr Zuwanderer oder immer mehr Flüchtlinge kommen. Das ist beileibe nicht so, weil da hat das deutsche Recht schon immer einen Schutz gehabt. Also jemand, der zu uns kommt, der darf grundsätzlich erst einmal bis zu 3 Monate gar nicht arbeiten. Dann gibt es eine sogenannte Vorrangprüfung, eine Arbeitsmarktprüfung. Und es muss dann erst einmal geschaut werden, ist ein deutscher oder ein europäischer Arbeitnehmer da? Und wenn die überhaupt diese Arbeitsstelle annehmen könnten, dann ist der Flüchtling, der Asylbewerber, erst einmal außen vor. Nach 15-monatigem Aufenthalt entfällt diese Vorrangprüfung und nach 4 Jahren entfällt die Arbeitsmarkt- und die Vorrangprüfung. Aber natürlich liegt das weiter im Ermessen des Arbeitgebers und natürlich auch im Ermessen der Ausländerbehörden, bestimmte Dinge zu regeln. Und wir stellen immer wieder fest, dass die Arbeitgeber sagen, wir würden gerne Flüchtlinge und Asylbewerber als Praktikanten nehmen, aber die Sprachkenntnisse, da mangelt es noch dran. Und deshalb hat die Bundesregierung sowie die Kommunen natürlich gesagt, wir wollen diese Flüchtlinge erst einmal, dass sie natürlich sich bei uns zurechtfinden, dass sie unsere Werte auch kennen, dass sie auch unsere Kultur kennen, aber sie müssen erstmal die Sprache lernen, weil ohne Sprache nützt auch das beste Praktikum bei einem Arbeitgeber nichts, wenn man dem noch nicht mal bestimmte Sicherheitsstandards oder Sonstiges erläutern kann. Das ist ein großer Schwerpunkt, zukünftig verstärkt in Sprache und in Sprachkurse zu investieren, um diese Leute dann so schnell wie möglich erstmal in diese Richtung dann auch fit zu machen. Ja, ich kam da eben schon mal zu und das ist die zweite Seite der Medaille. Wir sind nicht dazu da, diese Menschen aufzunehmen, diese Menschen ein neues Zuhause zu geben, dafür zu sorgen, dass sie sich medizinisch oder durch die Sozialarbeiter so gut wie möglich wohlfühlen. Die zweite Geschichte der Medaille, und das wird immer wieder ja auch in den Medien diskutiert, ist, dass viele Menschen kommen, die hier gar kein Bleiberecht haben. Herr Lerche, seine Mitarbeiter und ich und auch nicht der Oberbürgermeister, wir sind zum Glück nicht dafür da zu entscheiden, darf jemand hier bleiben oder nicht. Die Aufgabe möchte ich auch gar nicht haben, sondern das macht das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Da sitzen die sogenannten Entscheider. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen seltsam an, aber die entscheiden tatsächlich nach Anhörung und nach Abwägung und auch nach Lektüre oder nachdem sie versucht haben, an weitere Informationen zu bekommen, hat jemand eine Bleiberechtsperspektive oder hat er die nicht? Ist er ein Asylgrund? Da gibt es ja klare Regeln nach dem Grundgesetz, wann kann ich Asyl bekommen? Oder hat er die nicht? Den interessiert dann im Augenblick nicht. Gibt es da sonstige soziale Gründe? Der entscheidet erst einmal, sind die Asylgründe zutreffend oder sind sie nicht zutreffend? Und wenn die Asylgründe zutreffend sind, dann gibt es eine Anerkennung. Wenn die Asylgründe nicht zutreffend sind, dann gibt es eine Ablehnung. Und da wir in einem Rechtsstaat leben, hat jeder die Möglichkeit, diesen Bescheid, den er dann bekommt, anzuerkennen oder zu sagen, damit gehe ich vor das nächste Verwaltungsgericht, dagegen wehre ich mich und ich sage, ihr habt euch vertan. So, wenn es aber dann dazu kommt, dass das Gericht dem nicht folgt oder der erst gar nicht vors Gericht geht und sogenannt vollziehbar ausreisepflichtig wird, das heißt, keine Chance hat, aufgrund der Asylgeschichte hier zu bleiben, dann müssen wir als Kommune Rückführungsmaßnahmen einleiten. Es kann natürlich sein, dass die Person auch geltend macht, ich bin jetzt krank mittlerweile oder wenn Frauen hochschwanger sind oder mein Kind ist jetzt gerade in der Berufsausbildung oder in der Schulausbildung, um außerhalb des Asylverfahrens Gründe geltend zu machen, dass wir sagen, okay, das sind humanitäre Gründe oder das sind gesundheitliche Gründe, um jetzt keine Rückführung einzuleiten. Das tun wir, das prüfen wir. Aber am Ende der Kette, wenn dann tatsächlich keine Gründe greifen, weder die Asylgründe noch die humanitären Gründe noch die gesundheitlichen Gründe, müssen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt dann auch Rückführungen einleiten. Und da sind wir in der Stadt relativ human. Wir sagen, die freiwillige Ausreise geht vor Abschiebung. Wir reden mit jedem und sagen ihm, dein Asylantrag ist abgelehnt, es gibt keine anderen Gründe, humanitär oder gesundheitlich, du musst nach Hause. Du hast jetzt 2 Möglichkeiten. Wir regeln das vernünftig. Wir gucken mal eventuell, welche Möbel kannst du mitnehmen oder wie organisieren wir die Rückreise so gut wie es geht für dich. Oder wir müssen zusammen mit zentralen Ausländerbehörden und anderen Organisationen sogenannte Zwangsmaßnahmen einleiten und die Leute dann also wirklich abschieben.
Und da sieht man an der Tabelle, dass wir bisher im gesamten Jahr 2015 8 Abschiebungen hatten und 81 Freiwillige ausreisen. Das heißt, das ist der ganz, ganz große Prozentsatz, dass wir die Leute dann wirklich davon überzeugen können, es gibt die Chance nicht, du kannst nicht hierbleiben und du musst wieder nach Hause und lass es uns doch gemeinsam machen, weil es gerade für Familien natürlich dann angenehmer ist, als wenn dann über Zwangsmaßnahmen, über eventuell auch ja, bei der Nacht unangekündigte Abschiebung, das bringt für alle nur Stress und das bringt für die Mitarbeiterinnen von uns und die Mitarbeiter, aber natürlich ganz besonders auch für die betroffenen Personen dann ganz, ganz viele Repressalien mit sich, die eigentlich gar keine haben möchte. Das gehört auch dazu, das ist wichtig. Und wenn man die Diskussionen der Bundesregierung ja hört, dann will man ja sogenannte ja, Zonen einrichten, nenne ich jetzt mal das ganze Vorsorg oder vorsichtig, wo die Menschen, die überhaupt gar keine Bleiberechtsperspektive haben, sich dann erstmal aufhalten, wo das über das Asylverfahren entschieden wird, wo diese Menschen dann sofort wieder nach Hause geschickt werden, ohne überhaupt auf die Kommunen verteilt zu werden. Ob das funktioniert, ob das klappt bei der Vielzahl der Flüchtlinge und bei dem Platzbedarf, den man hat, das muss man abwarten. Bisher ist es so, dass die Menschen in die Kommunen kommen und in den Kommunen abwarten, was letztendlich passiert. Wir haben das eben schon mal ganz kurz angesprochen und es gehört dazu, dass es in dieser Stadt im Augenblick 2 Arten von Flüchtlingen gibt. Das eine, Flüchtlinge und Asylbewerber sind die, die der Kommune, der Stadt Hamm zugewiesen sind, so lange zugewiesen sind, bis das Asylverfahren positiv oder negativ abgeschlossen ist. Das sind die Menschen, die in unseren Übergangswohnheimen leben, die in Wohnungen leben. Und dann gibt es eine zweite Art von Flüchtlingen, die in sogenannten Notunterkünften oder in zentralen Unterbringungseinrichtungen leben. Und das ist das, wo die Stadt Hamm nicht für zuständig ist. Das Land Nordrhein-Westfalen sucht derzeit in ganz Nordrhein-Westfalen nach geeigneten Unterkünften, wo sie Menschen erst einmal vorübergehend, und hier liegt die Betonung auf vorübergehend, unterbringen können, weil nicht mehr genug Platz im Land und auch nicht mehr genug Platz bei den Kommunen vorhanden ist. Und so ist Mitte des Jahres die Bezirksregierung in Arnsberg, die für die Unterbringung der Flüchtlinge zuständig ist, auf die Stadt Hamm zugekommen. Wer die Alfred-Fischer-Halle kennt, das ist eigentlich unsere größte Veranstaltungshalle. Da wird Tanz in den Mai, Konzerte, große Veranstaltungen, findet alles Mögliche statt. Und wir haben uns dann nahegelegt, so richtet dort mal bitte eine Notunterkunft ein. Und wenn ihr das nicht tut, beschlagnahmen wir diese Halle und wir machen es selbst. So. Dann hatten wir natürlich keine große Wahl, haben dann diese Notunterkunft eingerichtet und haben dort um die 500 Flüchtlinge untergebracht. Dann wurde erstmal wieder Entspannung seitens der Bezirksregierung signalisiert, es geht ein bisschen zurück. Und dann ging es am 6. September doch wieder los. Und seitdem ist die Fischerhalle am Sachsenweg da als Notunterkunft eingerichtet. Und keiner kann auch im Augenblick sagen, wie lange es dauern wird. Wir gehen aber davon aus, dass das doch noch etliche Monate dauern wird, bis die Notunterkunft dann ausgelöst werden kann. Und wer sich da vorstellt, dass da 550 Menschen in einer großen Halle, abgetrennt durch Bauzäune, Bett an Bett liegen, in einer Mensa, wie hier auch, verpflegt wird, der weiß, dass das sicherlich nicht so angenehm ist, da nachts überhaupt einmal ein Auge zuzutun. Und das Tagesgeschäft liegt auch darum, dass man bei schönem Wetter draußen ein bisschen Fußball spielen kann, dass man da spazieren gehen kann und dass die Kinder eine Kinderbetreuung haben. Aber da geht kein Kind in eine Schule und da geht auch kein Kind in den Kindergarten. Einfach vor dem Hintergrund, dass diese Menschen dort maximal 6 Wochen sein sollen, um dann auf die anderen Kommunen verteilt zu werden. Das ist keine tolle Situation und das ist auch keine anstrebbare Situation. Man kann sicherlich im Studentenwohnheim vielleicht mit 4, 5 Menschen auf einem Zimmer wohnen, aber wie gesagt mit 550 auf einem sehr großen Zimmer, aber trotzdem nebeneinander. Also ich glaube, das wünscht sich letztendlich keiner von uns. Aber andere Möglichkeiten haben wir in Nordrhein-Westfalen und in anderen Bundesländern im Augenblick leider nicht. Bis auf die sogenannten Zelte oder auf, wie gesagt, Turnhallen, wo die Situation aber nicht besser ist. Es gibt dann noch die zentrale Unterbringungseinrichtung ZOE am alten Öntropper Weg. Wer sich in Hamm auskennt, der weiß, dass da früher auch schon mal
Aussiedler untergebracht waren. Das ist also eine alte Kaserne. Und diese Kaserne ist dann am 13.08.2015 nach einem erfolgten Umbau wieder an den Start gegangen. Dort sind zurzeit 730 Menschen, die dann nicht alle in einer großen Halle, sondern da gibt es Zimmer, da gibt es Gemeinschaftsküchen, da gibt es Mensa, eine große Mensa, wo die Leute dann verpflegt werden. Da ist also die Privatsphäre doch etwas größer. Aber auch hier ist es so, dass diese Menschen nur vorübergehend in der Stadt sind, dass keine Schule für die Kinder stattfindet, dass keine Kindergarteneinrichtungen da sind. Man hat vor Ort auch eine Spielstube, das ist richtig, aber immer mit der Zielsetzung, diese Menschen sind nur kurz in Hamm und werden dann auf die anderen Kommunen im Umland entsprechend verteilt. Uns als Stadt Hamm kam das sehr recht, dass diese zentrale Unterbringungseinrichtung an den Start ging. Wir haben uns darum beworben. Weil wenn man es weiß, dann bekommt Nordrhein-Westfalen ca. 21-22% aller Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen. Die Stadt Hamm bekommt davon 1%. Und diese 1% werden uns 1:1 auf unsere Flüchtlingszahlen angerechnet. Also jeder, der am alten Öntropper Weg ist, die 730 Plätze, die hätten wir sonst als Kommune aufnehmen müssen, die hätten wir sonst in unsere Übergangswohnheime gebracht. Und insofern, da die dort aber sind, wurde uns das angerechnet und deshalb kam es zu diesem Aufnahmestopp, von dem ich eben berichtet habe und der mittlerweile wieder aufgelöst ist, weil, wie gesagt, so viele Menschen kommen, dass diese 730 Plätze aus der ZUE und die 550 Plätze aus der Fischerhalle aufgebraucht sind und wir jetzt als Kommune wieder aufnehmen müssen. Man ist gerade dabei, der Oberbürgermeister in Gesprächen mit der Landesregierung und mit der Bezirksregierung eine Erweiterung dieser ZUE anzustreben. Und da sind wir auch guter Dinge, dass uns das bis Mai nächsten Jahres gelingt. Dann werden dort um die 500 Menschen mehr untergebracht werden. Dann sind wir bei 1200 Menschen dort an dem Standort. Und wir sind noch in einem weiteren Schritt dabei, eine sogenannte Erstaufnahmeeinrichtung neueren Typs dort einzurichten, wo von vornherein über Sprache, über Arbeitsmarktqualifizierung die Menschen, die eine Bleiberechtsperspektive haben, auf den Arbeitsmarkt, auf das Leben vor Ort, auf die Sprache vorbereitet werden und man nicht erst Monate verliert, wo die Menschen in dem Übergangswohnheim sind, ohne Sprachkurse, ohne Qualifizierung, sondern sie vom ersten Tag, wo sie ankommen, auch auf das Leben, weil sie ja diese Bleiberechtsperspektive haben, auf das Leben in Deutschland dann besser vorbereitet werden. Das macht auch viel Sinn. Ja, dann kommen wir einmal zu der Aktualität. Die Aktualität weiß man ja eigentlich gar nicht, wann es dann tatsächlich am Ende aktuell ist, weil das kann stündlich sein. Aber zumindest ist eine Änderung immer wöchentlich, da marschiert einer vorweg, wie jetzt aktuell der Innenminister de Maizière, der den Familiennachzug der syrischen Flüchtlinge begrenzen möchte auf ein Jahr und bekommt Zuspruch von Parteigenossen. Innerhalb der Großen Koalition war das überhaupt nicht abgesprochen. Also insofern ist das schon immer ein bisschen seltsam, wenn man sieht, dass das eine gerade mal erstmal vollbracht worden ist, und zwar die Konsequenzen aus dem Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes. Das ist ein riesenlanges Gesetz mit sehr vielen Änderungen und man erhofft sich durch diese Unterpunkte der ganzen Geschichte ein Stück weit Herr zu werden. Das heißt, einmal möchte man zügig Ordnung und Beschleunigung in die Asylverfahren bringen. Das sagte ich eben ja schon, dass wir 3.000, nicht wir, dass das Bundesamt für Migration und Integration 3.000 Stellen besetzen möchte. Auch von dem Hintergrund, dass in den Einrichtungen künftig schon über die Asylverfahren entschieden wird. Also nicht erst auf die Kommunen verteilt wird, sondern direkt vor Ort und schnell Sicherheit darin besteht, darf ich in Deutschland bleiben oder darf ich nicht in Deutschland bleiben? Jetzt erstmal unabhängig davon, ob Familiennachzug jetzt kommt oder ob er nicht kommt. Bis dahin wird wahrscheinlich, bis Weihnachten wird das noch dreimal geändert werden. Vielleicht sind es dann auch irgendwann 8 Punkte oder nur noch 2 Punkte. Dann Integration der schutzbedürftigen Flüchtlinge durch Sprache mit Arbeit und im sozialen Zusammenhalt. Das sind Dinge, worüber Sie auch schon gesprochen haben, die auch zukünftig in den Cafés eine Rolle spielen werden, dass man versucht, den Personenkreis derer, mit denen Sie dann
häufiger Kontakt haben, auch welche sind, die eine Perspektive haben, in der Bundesrepublik zu bleiben, dass sie sich nicht mit der Thematik auseinandersetzen müssen, um Gottes Willen, was muss ich denn machen, weil sie müssen sich auch eine gewisse, so aneignen, dass sie sich einen Schutzwall aufbauen. Das heißt, wenn Sie mit der Personengruppe zusammenkommen, dann werden Sie viele Dinge hören, die werden Sie begeistern, weil die sind ja wie jeder andere auch. Die schreiben sich über WhatsApp Nachrichten, die schicken sich wie unser eins Filme über WhatsApp. Ich habe es auch schon gesehen. Das ist à la couleur, nur mit einer anderen Sprache. Also vom Prinzip her ändert sich da nicht sonderlich viel. Die lachen über Witze, wir verstehen sie nur im ersten Moment nicht. Die lachen sich genauso rund, wie wir das auch machen. Also insofern ist es eigentlich nur Dreh- und Angelpunkt die Sprache. Und wenn man dann einfach nur mal die Diskussion in diese Richtung führt, Mensch, was habt ihr denn eigentlich im Heimatland gemacht? Was hat euch eigentlich Spaß gemacht? Die haben ja auch Kleinigkeiten gemacht, ne, die sie hier vielleicht vermissen. Vielleicht möchte man nicht einfach immer nur hören, Mensch, wie bist du denn da hier gekommen? Ne? Das war doch bestimmt schlimm und sowas. Sicherlich, das muss man nicht fragen, das weiß man irgendwo. Also insofern, wenn man bei den Cafés, und so habe ich das ja auch gehört, erstmal einfach nur den Kontakt sucht und einfach mal über das Gespräch dann, wenn ein Flüchtling über sein Schicksal reden möchte, dann kann er das ja tun. Aber es gibt ja auch noch Hintergründe, warum Flüchtlinge das manchmal auch nicht gerne tun. Weil über ein Gespräch kann man natürlich auch feststellen, woher kommst du eigentlich? Und über dieses woher kommst du eigentlich, kann mit diesen Informationen die Ausländerbehörde natürlich auch feststellen, ups, der kommt ja aus einem sicheren Drittstaat, der war schon mal innerhalb der EU und dann schaue ich doch mal nach und dann muss er im Dublin-Verfahren zurückgeführt werden. Also insofern sind einige Flüchtlinge auch mit der Frage nach der Flüchtlingsroute ein Stück weit zurückhaltend. Wundern Sie sich da nicht, die haben ihre Gründe dafür. Abbau von Fehlanreizen, konsequente Rückführung derjenigen, die kein Bleiberecht haben, das hat Herr Müller ausreichend geklärt. Das hört sich auf dem Papier wunderbar an. Wir machen euch zum sicheren Herkunftsland. Hurra, ne, du musst weg, du musst weg, du musst weg, du musst weg. Aber die sind noch nicht weg. Die sind bei der Kommune, die sind bei uns und die bleiben auch erstmal bei uns. Denn wir als Ausländerbehörde müssen sie für den Tag passgenau reisefähig machen. Ich höre gerade, 15 Minuten habe ich noch. Aber die anderen hatten doch eben auch überzogen. Ne? Also insofern, das ist alles, hört sich auf dem Papier gut an, ist im Tagesgeschäft aber schwieriger. Abo von Rechtsregeln, die eine Züge, Winterfeste, das sind ganz normal, Deutschland ist ein Bürokratiemonster in allen Bereichen und da versucht man jetzt endlich über gewisse Regelungen das Ganze ein bisschen zügiger und einfacher zu machen. Finanzielle Hilfen, das ist auch grundsätzlich ein Thema, für eine Verwaltung mehr, für sie weniger und insofern müssen wir abwarten, was da tagtäglich noch kommt. Ja, mit den 15 Minuten komme ich relativ gut hin, denn wenn man von Ansprechpartnern spricht, ist das immer in der Regel die vorletzte Folie. Ich stelle die zur Verfügung. Die Ansprechpartner brauchen sich nicht aufschreiben. Das heißt, für uns wäre es noch interessant, ich hatte gesehen, Sie haben von diesem Café, was Sie betreiben, so Plakate. Wenn ich solche Plakate bekommen würde, könnte ich dafür auch aktiv Werbung machen. Es ist immer gut, wenn ich mit was in der Hand Werbung mache, beziehungsweise nicht ich, weil ich bin ja auch derjenige, der zurückführt, also bin ich nicht derjenige, der dann auch glaubwürdig ist, wenn ich sage, gehen Sie mal zum Kaffee. Ne, also das lasse ich dann über unsere Sozialarbeiter kundtun. Wir hängen das aus, sowohl bei uns im Office als auch in den Übergangswohnheimen. Also wenn ich da ein paar Exemplare zugeschickt bekomme, wäre das also sehr gut. Und kann mich an dieser Stelle einfach nur für die Aufmerksamkeit bedanken. Ja, und dem kann ich mich nur anschließen. Ja, jetzt hieß es ja schon, Entschuldigung, jetzt dürfen Sie Fragen stellen, gerne. Erschlagen. Ganz unterschiedlich. Die Notunterkünfte sind ja, wie gesagt, die Stellen, wo die Menschen erst einmal, ja, es ist schon wirklich so, zwischengeparkt werden, bis Kommunen dann sagen, wir haben wieder Platz, um andere aufzunehmen. Da aber alle Kommunen im Augenblick
genau wie wir in Hamm sehr viele Wohnungen, sehr viele Übergangswohnheime haben, sind nicht immer alle Kommunen gleichzeitig in der Lage. Also es gibt Flüchtlinge, die schneller rausgehen, also die 3-4 Wochen nur brauchen, aber im Schnitt liegt man schon so ungefähr bei 3 Monaten in der zentralen Unterbringungseinrichtung und auch in der Notunterkunft. Man will das alles schneller machen, aber es hängt, wie gesagt, je mehr Flüchtlinge kommen, umso schwieriger wird es natürlich, das zu verteilen. Und man darf sich auch, man muss ja auch erstmal gucken, die Menschen kommen da an, die sind noch nicht registriert, die sind noch nicht geimpft, die sind noch nicht untersucht. Das ganze Verfahren wird dann in der Notunterkunft erstmal durchgeführt. Und wenn erst das alles abgeschlossen ist, einschließlich der ganzen Registrierung, dann können sie ja erst weiterverteilt werden. Also ich meinte den ganz hinten, ja genau, der gerade angefangen ist. Ja, Sie, genau. Ja, ich kenne ja jetzt keinen Namen. Also in den 60er Jahren hat man ja von sogenannten Gastarbeitern geredet. Ne? Die gehen alle wieder nach Hause, man muss sich nicht um Sprache kümmern, man muss sich keine Gedanken machen, wie holen die ihre Familien nach, weil die sind ja in der Regel alleine gekommen und haben die Familien dann hinterher erst geholt. Heute, das was eben diskutiert worden ist, wir möchten, dass die Menschen von vornherein, die Bleiberechtsperspektive haben, dass sie die Sprache sprechen, dass wir sie arbeitsmarktmäßig fit machen. Das heißt, wir nehmen von vornherein auf, welche Stärken haben sie, welche Ausbildung haben sie gemacht, welche Qualifikationen haben sie aus dem Heimatland, wo müssen wir eventuell nachschulen und die Kinder von vornherein in die Kindergärten gehen, dass Seiteneinsteigerklassen in den Schulen, das ist ein großes Thema, dass wir mit den Schulen ganz eng zusammenarbeiten, um diese Kinder mitzunehmen. Nur weil sie die Sprache nicht sprechen, die sind ja genauso intelligent wie unsere Kinder auch, sie haben halt nur ein Problem, sie können es noch nicht vermitteln. Wenn man sich nicht versteht, kann ich ja überhaupt als Lehrer nicht feststellen, was kann das Kind nicht. Deshalb muss man sie erst einmal in der Sprache qualifizieren und wenn das passiert ist, stellt man auch ganz, ganz viel fest. Früher sind die Kinder alle in die Hauptschulen gegangen, weil man gesagt hat, ne, die können die Sprache nicht, die kommen aus einer Familie, die das Kind nicht unterstützt, also Hauptschule. Heute stellt man ganz klar fest, da sind ganz, ganz viele, die auf die Gymnasium oder auf sonstige Schulen gehen können. Und diese Fehler, die man früher gemacht hat, die macht man heute dann zum Glück nicht mehr, hoffen wir alle. Jetzt sind Sie dran. Nein, man muss das so sehen. Also ein Folgeantrag, wenn der Erstantrag, grundsätzlich gibt es immer einen Erstantrag und der Erstantrag wird beschieden, meinetwegen negativ. Dann wird die Person zurückgeführt. Gehen wir mal im günstigsten Fall aus, das geht alles relativ reibungslos. Die verlassen die Bundesrepublik Deutschland, gehen direkt ins Heimatland oder gehen in den Staat, wo sie den ersten Antrag gestellt waren und tauchen eine Woche später wieder auf. Dann haben die Personen die Möglichkeit, einen Folgeantrag zu stellen. Dieser Folgeantrag wird grundsätzlich erstmal gestellt, damit man die Frist gewahrt hat. Letztendlich entscheidet das Bundesamt über die Antragstellung dann. Gibt es an dieser Stelle irgendetwas, was gegenüber dem ersten Antrag neu ist? Weil nur dann wird ein Folgeantrag zugelassen. Wenn die meisten Folgeanträge werden überhaupt nicht zugelassen, weil die wollen einfach nur hin, gewinnen 1, 2, 3 Monate, in denen auch Geld gezahlt wird und dann wollen sie wieder freiwillig ausreisen. Und wir machen das ganze Spielchen so 1, 2 Mal mit und dann sagen wir, das macht ja gar keinen Sinn und würden dann eine Abschiebung durchführen, weil das hat zur Folge, dass eine Wiedereinreisesperre verhängt wird. Weil sonst kann man das Spielchen, es ist auch nicht begrenzt, so nach dem Motto, du kannst nur einmal einen Folgeantrag stellen, die können auch 10-mal einen Folgeantrag stellen. Jetzt einziger Nachteil, was für die Kommunen einfach ist, weil jeder, der in Hamm einmal zugewiesen war, der Asylantrag läuft bei jedem Folgeantrag, ist Hamm automatisch immer wieder zuständig gewesen. Jetzt ist das dahingehend geregelt worden, dass die auch in eine Erstaufnahmeeinrichtung von dort aus neu verteilt werden. Das heißt, jemand, der über den Verteilerschlüssel nach Nordrhein-Westfalen gekommen ist, kann beim Folgeantrag zum Beispiel nach Sachsen gelangen, nach Bayern, Baden-Württemberg. Das ist jetzt neu an der Geschichte, weil man einfach verhindern will, dass die Leute dann herkommen und schon in ihrer alten Unterkunft vor der Tür stehen mit Sack und Pack und sagen, warum wohnen da jetzt schon andere drin? Ja, warum? Ja.
Also es gibt ja eine Vielzahl von Sprachkursen. Wir sind bei mir, zu meinem Bereich gehört auch das Kommunale Integrationszentrum. Das ist eigentlich zuständig, um Sprachkurse in dieser Stadt zu organisieren. Wir haben mal abgefragt, es gibt ungefähr über 100 Sprachkursanbieter. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat ganz klare Richtlinien. Danach muss man sich bewerben, um als Sprachkursanbieter zugelassen zu werden. Und wenn man diese, sage ich jetzt mal, Qualifikationen hat, dann bekommt man die entsprechende Zulassung und dann wird man natürlich regelmäßig überprüft. Da kommen unangemeldet dann auch Leute vom BAMF, gucken sich die Kurse an inhaltlich und sehen auch, wie sind die Abschlussquoten. Weil da gibt es ja am Ende, wenn man B1, B2 machen möchte oder sonstige Sprachkurse, gibt es ja auch entsprechende Tests und die müssen nachgewiesen werden. Wir arbeiten in der Stadt gut seit 20 Jahren mit ganz, ganz unterschiedlichen Sprachkursträgern. Wir haben auch ein Konzept. Es gibt niederschwellige Sprachkurse, es gibt aber auch diese Goethe-Zertifizierten. Da gibt es ja also eine riesige Kette von zugelassenen Sprachkursen. Und auch da arbeiten wir damit, dass wir sagen, wir wollen die Inhalte der Sprachkurse sehen. Das heißt, die stimmen wir als Stadt mit den Sprachkursträgern ab. Und wir wollen, dass natürlich auch entsprechend qualifiziertes Personal da ist. Und das ist bei AWO, bei DRK, aber bei vielen anderen vorhanden. Vielleicht kann man da unterscheiden, dass Sie das immer sagen, Sprachkurse, die nach dem Bescheid kommen und Sprachkurse, die eben auch von Ehrenamtlichen angeboten werden. Da gibt es ja wahrscheinlich auch einen Unterschied. Ja, natürlich. Also solange das Verfahren noch läuft, kann man bei uns auch Deutsch als Fremdsprache beim Kommunalen Integrationszentrum kann man Kurse machen. Die sind kostenlos für Asylbewerber und Flüchtlinge. Wenn man dann aber hinterher zum Beispiel anerkannt ist und seine Leistung vom kommunalen Jobcenter bekommt, dann legt das Jobcenter schon viel drauf, Wert drauf, dass das dann auch qualifiziertere Sprachkurse sind mit 500, 600 Stunden Umfang, weil das, was vorher läuft, sind ja niederschwellige Sprachkurse, um überhaupt erstmal anzukommen, sich verständigen zu können. Da geht man dann auch mal gemeinsam zur Sparkasse, man geht gemeinsam mal zur Bibliothek, um überhaupt erst einmal so ein bisschen Orientierung in der Stadt zu haben. Insofern gibt es ganz unterschiedliche Varianten von Sprachkursen, aber die vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zugelassen und zertifiziert sind, die haben über 500 bis 600 Stunden, wo dann auch eine deutsche Kultur und Werte mitvermittelt werden, aber wo in erster Linie natürlich Sprache dann steckt. Aber andersrum, stellen Sie sich einfach mal vor, im Rahmen einer Tandempartnerschaft gehen Sie mit zwei Studierenden oder drei Studierenden und fünf Flüchtlingen und machen mal so einen Termin und sagen, wir gehen nachmittags mal in den Kombimarkt. Gucken uns einfach mal die breite Palette an, was es dort an Salaten gibt, was es an Obst gibt, was es an Wurst gibt, was es an Joghurt gibt, an Aufschnitt. Da sind ja auch gewisse Dinge einzuhalten. Bei Moslems muss es Halal sein, da darf es kein Schweinefleisch sein und und. Man muss sich ja vorstellen, die kommen nicht aus einem Land, wo es gang und gäbe war, dass man in einen Supermarkt wie Kombi geht. Das gibt es da nicht. Unser einer, ich sage das immer, wenn ich irgendwo zum Frühstück komme, dann sagen die Leute immer, fragt man ja, was soll ich denn mitbringen? Ich bin immer dankbar, wenn sie sagen, bring ganz einfach nur 10 Brötchen mit, einfache 10 Brötchen. Wenn die sagen, ja, bring mal was Schönes mit, da geht schon los. Ne, dann steht man da vor der Riesenpalette, ja, was soll man da mitbringen? 10 Teile ist eigentlich zu wenig, weil 30 im Angebot sind. Der eine möchte gerne die Körner, der andere möchte gerne die Körner, der andere hätte da gern ein bisschen mehr, der andere ein dunkles Brötchen, der andere ein helles Brötchen. Die Flüchtlinge kennen das überhaupt nicht. Und wenn sie das mit denen machen, ist das ja auch irgendwo ein Stück weit ein Sprachkurs. Das heißt, man muss ja ganz, ganz, ganz weit unten anfangen. Ne? Also insofern, wir haben über Jugend ohne Grenzen mehrere Sprachkurse am Laufen. Da haben wir angefangen, einfach mal so Dinge aus dem alltäglichen Leben so in den Fokus zu rücken, dass man nicht Artikel und Verb und dieses, jenes, welches, das kommt alles später, wenn sie alle letztendlich hier bleiben. Aber sich über den normalen Weg ein Stück weit zu verständigen, das ist doch der erste Schritt. Und wenn man da ganz unten anfängt, denke ich mal, ist das auch schon, sage ich mal, zwar nicht vielleicht das totale Qualifizierte, aber qualifiziert in Augen der Flüchtlinge, denke ich mal, ist es allemal. Wir haben zum Beispiel bei den Rotariern gefördert, die gehen auf Gymnasiasten, 10., 11., 12., 13. zu und sagen, bitte sucht euch einen, jetzt nicht Asylbewerber, Flüchtling alleine, aber einen Zugewanderten aus einer Familie, nehmt mit dem Kontakt auf, guckt, dass ihr mit denen Hausaufgaben macht, dass ihr ihn unterstützt, wenn er relativ neu ist und gleichzeitig auch ein Stück Familie und Kultur kennenlernt. In diese Richtung geht es auch, das ist dann niederschwellig. Wie gesagt, das geht bis zu den Goethe-Zertifizierten, wo dann hinterher die B-Abschlüsse oder die C-Abschlüsse stehen. Aber da hilft vieles, wie Herr Lerche gerade sagte, da hilft auch einfach, sich miteinander zu unterhalten, miteinander ins Gespräch zu kommen. Das ist nämlich doppelt wertvoll. Einmal, um sich einfach kennenzulernen, was voneinander zu erfahren und B, dabei die Sprache zu lernen. Ich finde das ganz toll, was Sie
lauter an wie die Raben. Die Tasche war voll. Der Rucksack war voll und ging einfach durch. Die Kasse, weil sie genau wissen, die haben bis 22 Uhr auf und ab 20 Uhr sitzt nur noch eine Kassiererin in dem ganzen Laden. Ich wünschte mir, dass man dem mal klar macht, wenn ihr hier seid, ihr seid unsere Gäste. Wir zahlen für euch alles. Ihr bekommt ja auch alles. Ich glaube auch nicht, dass es an dem an was fehlt. Ja? Kann ich mir nicht vorstellen. Warum müssen die den Rucksack voll irgendwelcher Sachen klauen hier? Wenn das andere mitbekommen, das bekommen andere mit. Wissen Sie, eine Reaktion war in einem Pennymarkt, wo ein junges Mädchen sich den Rucksack vollgestopft hat und einfach durch die Kasse gegangen ist. Ein junges Mädchen stand dahinter, sie hat sich geweigert zu bezahlen. Ich gehe jetzt auch raus, hat sie gesagt, und ist da direkt hinterhergegangen. Das war kein Flüchtling. Wissen Sie, welche Reaktionen dort bei anderen entstehen? Ich kann das einordnen, ich weiß, dass das Rewe oder Penny sicherlich nicht groß finanziell stört, aber mich stört es auch als Kunde. Ich klaue da nicht beim Penny und ich möchte aber auch, dass andere da nicht klauen. Das ist das Deutsche, die da klauen, ist auch klar. Ich habe selbst erlebt, dass ein älterer Herr eine Flasche Whisky sich mitgenommen hat, ohne zu bezahlen. Aber er kann auch tüllig gewesen sein, ich weiß es nicht, aber es war ein Sicherungsetikett drauf und er ist aufgefahren. Hat man nett und freundlich gesagt, oh, Sie haben wohl was vergessen zu bezahlen. Ich glaube, wir haben verstanden. Ja, gut. Also das, was Sie sagen, gibt es. Das will auch überhaupt gar keiner abstreiten. Aber die Kriminalität bei Asylbewerbern und Flüchtlingen ist nicht höher als bei Deutschen. Und damit ist alles gesagt. Doch. Nein, aber jetzt nochmal. Asylbewerber und Flüchtlinge haben nicht mehr und nicht weniger Rechte als Deutsche auch. Sie sind bei uns zu Gast. Wir werden ihnen bestimmte Werte vermitteln, aber ich sagte das schon mal, sie sind nicht krimineller und auch nicht dümmer als unsere Deutschen. Und ich möchte einfach nur sagen, das, was Sie vorhaben mit den Tandempartnerschaften, da kann ich Sie einfach nur unterstützen. Und wenn Sie weitergehende Unterstützung, weitergehende Informationen haben möchten, kommen Sie einfach über Frau Professor Angstein auf mich zu oder auf uns zu. Wir sind gerne bereit, auch dabei zu sein. Jetzt Mittwoch klappt es leider nicht, wir haben eine Eröffnung, würden sonst gerne dabei sein, bei so einem Kaffee trinken. Schicken Sie mir einfach die Dinger, bleiben Sie weiter so positiv und nehmen Sie die Dinge einfach so, wie sie sind. Lernen beidseitig davon und dann wird das auch eine tolle Geschichte. Und was auch wichtig ist, und insofern ist es auch gut, mal eine kritische Stimme zu haben, aber, und deswegen kommen wir, wir müssen aufklären, wir müssen deutlich machen, Einzelfälle ja, aber nicht die Masse. Dankeschön.